Servus Leute, heute geht's um die Nachtsonne-Trilogie von Laura Newman. Ja, eine Dystopie ist es eigentlich, aber es sind auch Elemente aus dem Urban Fantasy-Bereich dabei. Ja, so ein bisschen so Endzeitstimmung. Ja, ich lese euch mal ganz kurz aus dem ersten Teil Flucht ins Feuerland. Saugeiles Cover übrigens, oder? Lese euch das hinten mal vor. Ein Leben unter der Erde für Nova bedeutet dies Alltag. Sie gehört zu den letzten Überlebenden unserer Welt. Doch das Schicksal hält mehr für sie bereit als ein Leben im Hub. Unfreiwillig überschreitet sie die Grenzen ihrer Realität und wagt sich gemeinsam mit ihren Freunden aufs unbekannte Terrain. Dabei stößt sie nicht nur auf eine grauenvolle Wahrheit, sondern auch auf faszinierende, ja beinahe magische Tatsachen und natürlich auf diesen einen Menschen, der ihr Leben verändern wird. Ja, die Hauptprotagonistin ist eben die Nova. Und die Nova, sie lebt in einem Hub. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das H steht, glaube ich, für Human Überlebensbehälter, so ungefähr. Ne? Ja, sie lebt eben in einem Hub, das ist ein unterirdischer Bunker, denn auf der Erde, auf der Erdoberfläche kann man nicht mehr leben, da die Sonne ihre Aktivität gesteigert hat und unbarmherzig vom Himmel brennt, sodass so die Durchschnittstemperaturen auf der Erde so zwischen 50 und 60 Grad liegen und da kannst du ja wirklich nicht lange überleben als normaler Mensch. Und so ist man unter die Erde geflüchtet und sie sind, wie sie denkt, die einzigen Überlebenden in diesem Bunker. Ja, und dann kommen ihr Gerüchte zu Ohren, dass es eben doch nicht so ist. Und diese Gerüchte, ja, die teilt sie mit ihren Freunden. Und dann geht er richtig der Trouble los. Denn offensichtlich will die Obrigkeit, ja, die Befehlshaber in diesem Bunker nicht, dass diese Nachricht quasi sich verbreitet und so werden sie verfolgt und müssen fliehen ins Feuerland. Eben die Flucht ins Feuerland, wie der Name des Buches ist. Und werden gejagt. Ja, und wie gesagt, sie hat natürlich ihren besten Freunden auch schon das erzählt. Dementsprechend sind die natürlich auch mitverfolgt und müssen zusammen mit Nova fliehen. Die beste Freundin, die Nume und Jacob und eben der, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber von dem Techniker, von dem sie eben das erfahren hat, der flieht auch noch mit ihnen ins Feuerland. Und auf ihrer Flucht lernen sie dann auch noch einen Späher aus einem anderen Hub kennen, nämlich den Joaquin. Ja, und zusammen mit dem geht dann das Abenteuer eigentlich erst richtig los. Ich würde euch am liebsten, aber ich will jetzt wirklich nicht weiter spoilern. Also ich finde, die Geschichte packt dich vom ersten Moment. Also ich muss euch dazu sagen, ich habe mit diesem Teil Sonntagabends mal angefangen zu lesen und dann war ich irgendwann halb zwölf oder so bei 302 oder 305 gelesenen Seiten. Hab dann einen Post auf Facebook gemacht. Und danach habe ich mir gedacht, ach egal, jetzt liest halt noch ein bisschen weiter. Und dann, ja, 320, 330 Seiten in einem Rutsch gelesen, das spricht für sich. Ich wollte eigentlich echt nimmer aufhören
Und leider hatte ich dann die folgenden Tage ein bisschen wenig Zeit. Das hatte ich dann gleich am nächsten Tag schon fertig gelesen. Aber eben für den zweiten Teil, da hatte ich nicht ganz so viel Zeit leider zum Lesen. Der Weg des Widerstands. Und eben dann der dritte Teil im Zeichen der Zukunft. Alles echt tolle Bücher und wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Von der Autorin selber übrigens sind die Cover. Also ich kann nur sagen, der Schreibstil, der hat mich vom Anfang an echt vom Hocker kaut, richtig begeistert. Das ist so, ja, so leicht geschrieben. Wisst ihr, manche Autoren, die machen so viel Brimbamborium. Ja, das klingt jetzt blöd, ne? Aber das ist so auf den Punkt immer gebracht. Ne? Das ist so schön, flüssig und kein zusätzlicher Firlefanz, alles so schön präzise ineinander greifend. Und das ist bei einer Trilogie ist es ja immer schwierig, dass du den Zusammenhang immer gut hinbekommst. Und oftmals ist der zweite Teil, also dieses hier wäre der Weg des Widerstands, eigentlich immer der schwächste Teil. Aber das ist hier also überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, ich würde fast sagen, dass der zweite Teil eigentlich sogar noch ein Ticken von ist. Also wenn man das überhaupt behaupten kann, dass da irgendeine ein bisschen weiter vorne wäre, weil weiter hinten ist kann er. Also wenn er versteht, wie ich meine. Es ist, worauf ich jetzt zum Beispiel im zweiten Teil gestoßen bin, da will ich jetzt, das ist schwer hier nicht zu spoilern, aber ich sag mal so, stellt euch mal vor, in dem zweiten Teil kommt jemand in eine Art Hinterhalt. Und da dachte ich mir, als ich das so gelesen habe, muss das jetzt sein oder zuerst so, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist es ist schwer zu erklären, ohne jetzt hier groß zu spoilern, aber ich dachte, das ist nicht stimmig. Und solche Sachen, die stören mich ja sehr in der Geschichte, wenn was nicht stimmig ist. Am Anfang dachte ich mir, als ich so von dem Plot, von der ganzen Trilogie so ein bisschen was mitbekommen habe, schwer. Aber Laura Newman hat es mit einer Leichtigkeit erklärt. Wenn jetzt, ich will das nur mal kurz erläutern, in ihrer Geschichte hat ja die Sonne verstärkte Aktivität. Sie wird mit der Zeit zu einem roten Riesen und dementsprechend verschluckt sie irgendwann mal die Erde und wird, Supernova wird sie nicht, da ist sie zu klein oder so. Naja, die Sonne stirbt. Und das passiert, das ist Fakt, auch bei uns, aber eben erst in 3 Milliarden Jahren. Und das war so. Aber die Laura Newman hat durch, wie ich finde, so einen Geniestreich ganz easy erklärt, indem sie gesagt hat, ja, es war eigentlich immer davon auszugehen, die Sonne stirbt so in, 3 Milliarden Jahren. Und jetzt hat sie aber auf einmal angefangen, früher
zu sterben, zu beginnen sozusagen, sagen, ja. Und die Wissenschaftler können sich's auch nicht erklären. Reicht mir schon. Na, das ist genial, finde ich. Aber wiederum dachte ich zum Beispiel jetzt in dem zweiten Teil, das ist jetzt warum und der Hinterhalt, das ist geht einfach zu leicht und es ist ganz schwer einfach hier dann, ne, dachte ich. Aber als ich dann weitergelesen habe, hat sie wieder durch so einen kleinen Geniestreich das alles so wunderschön erklärt, warum das jetzt nur so war. Ne? Und am Anfang dachtest du echt, das ist schwer. Oder war das jetzt ein Fehler? Aber nee, im Gegenteil. Nö, alles wunderbar und alles toll. Und du wirst mitgerissen und einfach. Ha. Ja, und dann, kam es zu Nachtsonne im Zeichen der Zukunft, der dritte Teil. Und die Erde stirbt und na, das Ende naht und du brennst auf ein Ende und du denkst, oh, das kann doch nicht sein. Bist auf der Erde und die Erde stirbt und so ganz ohne Happy End irgendwie und dann fieberst du drauf hin und dann hast du noch ein anderes, kannst auch wieder sehr schlecht spoilern, aber es gibt so eine kleine Begebenheit, die einen dann erstmal ein bisschen erschrecken lässt und wo du fast ein bisschen denkst so, nee, warum? Aber ich kann euch beruhigen, ich wollte es beim Lesen bestimmt genau so gehen wie mir, wo ihr dann denkt, ach nee, nicht schon wieder ein solches Ende. Aber nee, es ist eben ein tolles Ende, wie ich finde. Ein wahnsinnig toller Epilog. Also wie ich finde, einer der besten Epiloge, die ich jemals ever gelesen habe. Da war ich fertig, als ich mit dem Epilog fertig war, war ich fertig. So, da bist du so, da, ne, das packt dich voll im Herzen, in tiefster Seele. Du bist beim Lesen den Tränen nah und da sind vielleicht sogar ein, zwei bei mir runtergekullert. Also das war schon wirklich heftig. Und dann sitzt du am Ende, hast diese Trilogie gelesen und denkst dir, und bist zufrieden, bist richtig zufrieden. Und ich, was habe ich zum Schluss hingefiebert? Oh, lass es doch noch in die eine andere Richtung. Und du, das nimmt dich so mit, ne, das Buch. Die ganzen Charaktere sind sagenhaft coole Charaktere dabei. Also das jetzt Nova selber ist, das ist so ein cooles Mädel, ja, oder eben Joaquin, genannt Joe, ja? Oder eben Nume, ihre beste Freundin, oder Jacob, ihr bester platonischer Freund, oder Milo, das ist wiederum der Freund von Nume. Und so, und da gibt es noch den Anführer der Rebellen, Säue, auch ein hammercooles Socke, der mir ungemein gut gefallen hat, so richtig toller Charakter.
Ja, ich würde euch jetzt am liebsten noch mehr, viel mehr von der Story erzählen eigentlich, weil ihr müsst das erfahren, ihr müsst das vor allem lesen. Ich spreche mir mal eine absolute hundertprozentige Leseempfehlung für alle drei Bände aus. Ob das jetzt Flucht ins Feuerland oder Der Weg des Widerstands oder Im Zeichen der Zukunft ist. Ich will und ich kann hier nur 5 Sterne vergeben. Das ist mit eins der besten Trilogien, die ich je gelesen habe. Vor allem in Dystopien, die kann locker mit diesen großen Namen wie jetzt die Tribute von Panen oder kennt ja, bin ja nicht so ganz der Fan mehr. Aber Hammer, also ich finde es grandios und ich muss jetzt demnächst unbedingt die zwei Debütwerke von Laura Newman, Time Travel Inc. Genau, das sind die beiden Debüt-Duologie von Laura Newman. Die muss ich unbedingt demnächst mal lesen, wenn ich Zeit finde. Es gibt ja so viele Bücher und so wenig Zeit zum Lesen, aber das hat sich rendiert. Das war richtig, richtig tolle Lesezeit. In diesem Sinne, kauft euch die Bücher und dann lest es. Ciao.